So, Leute, willkommen zurück zu Kirby und der Regenbogenpinsel. Oh yeah, im letzten Part haben wir wieder Herausforderungen gemacht. Allerdings waren wir nicht alleine. Der Hendrik war dabei oder auch Mexican Deck oder auch Papa einfach. Heute sind wir allerdings wieder alleine. Und ich habe offscreen mal die letzten Räumlichkeiten aktiviert, sozusagen. Ich habe die Bedingungen erfüllt, jeden Boss ohne Schaden zu nehmen gemacht. Und es war eigentlich recht angenehm, bis auf die beiden Elektrotypen und der allerletzte, diese Farbenwolke, der war auch ein bisschen nervig, aber ansonsten hat es funktioniert. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen das, wo wir zu dritt nicht weiterkamen. Und das ist direkt so eine Überlebensherausforderung. Okay, alles klar. Gucken wir mal, dass wir vielleicht den Anfang... Oh Gott. Ja, jetzt direkt am Anfang wäre ich hier schon wieder... Hier wäre es vielleicht doch klüger, also besser, wenn man nicht alleine wäre. Aber hält sich alles noch in Grenzen. Hält sich alles noch in Grenzen, war doch voll, voll gut. Habe ich gerade den Takt verpasst. Meinen Einsatz verpasst. So, ja, zack, einmal hier kaputt machen. Und auch das ist ganz, ganz einfach. Bam. Nur wie geht's hier weiter? Ich glaube, das hatten wir auch nie geschafft, oder? Beziehungsweise wir haben danach nicht mehr weitergemacht. Warte, wie geht das nochmal hier? Dann machen wir das hier weg. Weg. Und jetzt voll drauf. Perfekt. Super. So. Alles, was wir bisher schon gesehen haben. Alles war das, genau. So. Schnell. Okay. So viel Unterwasser-Action, ja? Unter Wasser ist das nicht gerade einfach. Ja, super. So. Und dann einmal so. Sehr schön. Flop. Aber die Kiste taucht sogar unter. Oh Gott, schnell. Der Kirby. Wieso macht er das nicht? Ihr habt es gerade gesehen. Die Linie hat Kirby genau durchbohrt und in die andere Richtung gezeigt. Kirby denkt sich so: Nope. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich mag das gar nicht so gerne. Na gut. Let's try this again. Ach ja. Unterwassersteuerung. Nicht angenehm. Flatsch. So, haben wir das erledigt. Das ist aber der Teil davor, der ging ja eigentlich, der war ganz okay. So überwiegend. Plopp. Genau, vor allem das hier, das ist ja überhaupt kein Problem. Bam, bam. Und schön in die Mine rein. Kommt jetzt schon wieder der Teil? Also war das jetzt. Okay, da brauche ich eigentlich gar keine Linien, da muss ich nur mal kurz umdrehen. Und Vollgummi geben. Wow, das war ganz schön eng. Das war der Spaß. Lop. Oh, falsche Seite. Aber es funktioniert trotzdem. Hervorragend. So, jetzt kommt das nochmal. Am besten, ich mache den Teil oben rum zuerst. Weil der etwas nerviger ist. Lop. So. Sehr schön. Und einmal darum. So, die Kiste. Fällt ja zum Glück runter. Schön. Hat geklappt. Na, ja, das war der Teil. Schneller! Oh Gott. Es dauert immer so lange, aber das ist auch nicht sonderlich schwer. Ah ja, genau. Wow. Ob mit oder ohne Waddle Dee, das hier ist auch easy going. So, kommt's jetzt? Kommt's jetzt? Kommt's jetzt? Nee, immer noch nicht. Dann erstmal der Spaß. Okay. Flop. So, schnell mal schnell Energie aufladen. So. Ganz schön knapp bemessen. Jetzt müsste es aber kommen, oder? Ich weiß, das sage ich jetzt jedes Mal. So lange, bis es kommt. Okay, alles klar. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Oh je. Nope, schaffen wir nicht. Mal wieder. Wisst ihr was? Ich habe da gerade keine Lust drauf. Wir machen erst die anderen Herausforderungen. Es ist wieder relativ spät. Also, das ist die 9. Kiste. So, machen wir hier einfach hier mal weiter mit den ganzen Boss-Herausforderungen, die wir gerade noch extra freigespielt haben. Oh Gott. Das sieht schon wieder viel zu knapp aus. Und sehr gut. Brrr. Knappe Kiste. Wie passend. Und das haben wir aber alles schon mal gehabt in
Herausforderungen, also in Überlebensherausforderungen. Aber es ist ja nichts Neues, dass die Sachen da alle recycelt werden. Das sieht mir zu leicht aus. Ah, okay. War klar. Muss schon sagen. So. Aber auch das geht absolut in Ordnung. Oh, was ist denn hier los? Oh, alle Gegner killen. I see. I see, I see. So, einmal in die Richtung. Und nochmal den hier. Und gut, ich muss nicht da hochschwimmen. Die Kiste fällt netterweise einfach auf meinen Kopf. Herausforderung 41. So viele schon. Wahnsinn. Puh, Wahnsinn. 42. Minuten Herausforderung. Du musst in allen vier Räumen krasse Dinge tun. Das sieht leicht aus. Ist es auch. Ja. Ziemlich sogar. Schön, dass die Laserstrahlen sich gegenseitig aufheben. Oh ja, ich sehe schon. Das hatten wir auch in der Überlebensherausforderung. Ich denke mal, es funktioniert auch genauso. Nein, nicht ganz genauso. So. Da ist nämlich das hintere Ding. Bei der Überlebensherausforderung war es das vorletzte. Das sichere. Ach, schon wieder sowas. Ja. Oh Gott. Und jetzt schnell dahin. So, das letzte noch schaffen am besten. Ah Gott, so einer. Schnell, schnell. Der kann... Wir wissen, wie nervig die sein können. Sehr gut. Schön. Ha, Herausforderung 42 ebenfalls gemeistert. Wir müssen bald auch wieder neue Herausforderungen freischalten, weil ein paar fehlen ja noch, nicht wahr? Wir brauchen noch einige Goldmedaillen, um wirklich alles zu entdecken, was wir ja wollen. Bom. Einmal so. Und hoppala, einmal so. Sieht wieder noch unter Wasser, ich schnauze hoffe nicht allzu viel. Wäre ganz nett. Okay, so. Scheinbar ja. Aber ein bisschen genauer zielen. What? Wie auch immer das jetzt gerade passiert ist. Nope. Oh Gott, und direkt danach so eins. Dann machen wir am besten direkt eine andere. Das ist mir gerade auch zu hektisch. Mit dem Waddle Dee ist bestimmt auch ganz einfach. Die können einfach unter Wasser gehen. Aber vielleicht mache ich ja nochmal so einen Mix-Up-Part. Warum eigentlich nicht? Schnell da durch. Oh Gott. Ist knapp bemessen. Ah, hat natürlich nicht geklappt. Also verlassen wir diese Herausforderung. Wenn wir einige schaffen, machen wir mal sofort die nächste. Jetzt gucken, ob wir die schaffen. Und dann holen wir das nach. Okay, du kannst doch gerne einfach nicht da drauf gehen. Das ist absolut okay. Aber, guck mal, da kriegen wir sogar eine Maxi-Tomate. Wie nett! Nicht, dass wir sie brauchen würden. Oh Gott. That looks really annoying. Muss ich das so machen? Oh Gott, da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich das schon sehe. Nee, aber das haben wir wieder nicht geschafft. Oh je, die letzten Herausforderungen scheinen definitiv krass zu werden. Logisch, hätte die letzten Herausforderungen, nicht wahr? Oh Gott, hält das einen lange fest, wenn man da getroffen wird. So. Sehr schön. Hätten wir das geschafft. Ich will gar nicht wissen, was das allerletzte Ding... Oh, schon wieder sowas. Das ist sehr und sehr nervig, primär. So, aber gerade so noch geschafft, weil wir schön immer schräg da durchgefallen sind. Oh, alle Gegner killen, ja. Ja, okay, super. Klappt, schaffen wir nicht. Ne, schaffen wir nicht. Steuerung denied. Oh nein, wir hätten es doch fast gehabt.
Oh, ist das schon wieder nass? Okay, das hatten wir aber auch schon mal in einer allgemeinen Herausforderung. Das war jetzt nicht so schwer, weil wir nicht alle einsammeln müssen, zum Glück. So. Bom. Nochmal. Am besten direkt nochmal. Das war sehr schaffbar. Und wir haben eine neue Herausforderung. Juhu! So. Nee, wow, Kirby, dein Ernst? Oh Gott. Muss ich leider, ich bin echt froh, wenn wir das fertig haben. Es ist sehr, sehr, sehr nervig. Dum, da, dum, 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 dum. Ja, haben wir nicht sonderlich viel geschafft. Was muss ich hier machen? Einfach da runter irgendwie. Ja, einfach da runter, ich sehe schon. Mhm. Wahrscheinlich hätten wir es jetzt geschafft, aber. Nope. Dreck raus hier, oh Gott. Meine Nerven, Leute, meine Nerven. Wir haben jetzt produktiv bisher fast nichts erreicht. Wenn ich das lieber mal erwähnen dürfte. So. Alles klar, haben wir das. Ach, genau, das war der Spaß. Okay. So, was kommt danach? Das bleibt jetzt abzuwarten. Ach ja. Aber diesmal machen wir es direkt richtig. Perfekt. Ist aber auch ein bisschen anders aufgebaut als bei der anderen, also bei der Überlebensherausforderung. Minimals. Oh je. Mhm. Ach Gott, nein. Warum? Warum unter Wasser? Nochmal, bitte. Okay. Irgendwann werden wir das schon hinkriegen. Auch da wäre es wieder einfacher, wenn man zu zweit ist, glaube ich. So, einmal die Kiste. Die Kiste. Wie einfach nicht zur Kiste will. Machen wir den Spaß wieder. So. Nicht ernsthaft jetzt. Ach, come on. So, alles klar. Wird das nächste mal wieder recht überschaubar. Genau. So, wow, Rekordzeit. Okay, alles klar, jetzt machen wir das nochmal. In vernünftig quasi. So. Und diesmal wischen wir auch direkt alle. Und perfekt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich muss einen Schluck trinken, Leute. Sehr, sehr, sehr erfordernd. Okay, eine neue Herausforderung. Wunderbar. La-ba-da-bam. Ich weiß nicht mehr, was hier war, aber wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Wie wir offensichtlich erkennen können. Ach, das war der krasse Anfang. Kirby flitscht einfach durch. Das Ende ist immer. Der letzte Meter ist immer am schwierigsten, weil mir da die Farbe ausgeht. Und ich auch keine Zeit habe, mal kurz zu landen. Aber auch das hatten wir, glaube ich, schon mal. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Moment, aber wo haben wir das denn eben nicht geschafft? Bei den Wolken, oder? What? Ach so, ich verstehe. Na gut, okay. Trotz anfänglicher Fails noch geschafft. Okay, alles mal durch, 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 durch. Boah, sehr schön. Puh, das war's, oder? Jawohl, Herausforderung 44 auch gemeistert. Was war die eine dann noch? Das war mit den. Ach, das war mit den Gondeln, ne? Das hier, 45 mit den Gondeln, kann das sein? Ist dies möglich?
Ja, das war erstmal der Anfang, der wieder relativ easy war. Aber da sag ich ja nichts gegen. Feuer! Kommt jetzt schon mit den Gondeln? Oh mein, nee, warte, die Gondeln waren da, wo wir Silber hatten, glaube ich. Nein, das war komplett so. So, versuch mal so. Verdammt. So. Alles klar. Keine Lust. Nein, nein, komm schon, nein! Jetzt geht er in die Gondel rein! Ach, Kirby, warum tust du mir das an? Wieso hast du mich eigentlich so? Oh. So. Boah. Perfekt. Warum nicht gleich so? Das ist, glaube ich, so der Perfect Mode, den man da machen kann. Okay, ich mache es jetzt aber nochmal so, weil ich habe keinen Bock auf die Gondelfahrten da. Das ist mir jetzt zu verwirrend. Dann mache ich es lieber so. Ja, genau. Dann mache ich es lieber so, weil das viel besser funktioniert, Herr Shobaru. Ganz offensichtlich. Nope. Quit. Neustart. So. Immer voll Gummi geben hier. Na, so. Okay, ich mache es trotzdem nochmal so, weil eigentlich war es super. Bis, ihr wisst schon, was passiert ist. So. Oh, jetzt geht's gar nicht mehr. Nee. Ich will das nicht mit den Gondeln machen. Mal erstmal die hier. Die wir gerade eben noch freigespielt haben. Die vielleicht ein bisschen einfacher. 35. Ah, natürlich fängt es direkt mal so an. Ich kann diese Dinger langsam nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sagen. So. Aber es nimmt auch ein bisschen Überhand mit den Teilen. Hä? Okay, was soll ich da machen? Schön, dass fair auch, dass die Zeit... What? Hä? Ist auch sehr fair übrigens, dass die Zeit weiterläuft. Was verlangt der da von mir? Der wird ja sofort wach, wenn ich da durchrolle. Hä? Verstehe ich nicht. Das hatten wir auch in keinem einzigen Level bisher. Diese Dinger, die geschlafen haben. Jedenfalls erinnere ich mich nicht an die. Nope, keine Ahnung. I don't get the idea. So, machen wir es hier nochmal. Oh mein Gott. So. Okay, ich mach's trotzdem nochmal ohne die Gondeln. So, kann ich nämlich jetzt so machen. Perfekt. Und jetzt da oben hin. Sehr schön. Haha, Gondeln, dachtet ihr, was? Du. Das haben wir noch nicht. Ah, doch soll das. Aber das sieht auch wieder super easy aus. Mit Lasern könnt ihr gerne mehr machen. Die Dinger sind überhaupt kein Problem. Okay. So einfach nur einen Schlüssel rechtzeitig holen. Und dann die Steuerung wieder. Schaff's nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh je, oh je. Nochmal. Ich will das jetzt schaffen. Ich will das jetzt schaffen. Und eine letzte Überlebensherausforderung fehlt uns noch, Leute. Wir gar nicht wissen, was da die Bedingungen sind. So. Jawohl. Einmal das. So, machen wir das wieder auf unsere Art. Ja, das war schon wieder falsch gerade. Jetzt aber. So. Flop. Ist zwar knapp, aber es funktioniert. Das letzte war, das war jetzt, glaube ich, wieder ziemlich einfach, ne? Genau. Sehr komische Balance. Und da müssen wir es jetzt wieder total ranhalten.
Genau. Lop. Am besten direkt und drauf. So. Sehr gut. Ah, gut, haben wir das geschafft. Schön, schön, schön. Und vier. Jawohl. Das ist genau das, was wir wollen. Bei den schlafenden Typen weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich würde das ja auch nochmal gerne probieren und die letzte am besten auch nochmal. Sind zwar eigentlich schon beim Ende angekommen. Aber. Ja, komm, Kirby, lass dich nicht davon beeindrucken. Es ist nur ein bisschen Feuer. Ich weiß, es ist heiß, aber. Muss ja nicht sein, ne? Das war hier nochmal. Ich glaube, das war auch das letzte, was hier. So ein bisschen. Ah, der Spaß schon wieder. So, aber diesmal wesentlich souveräner gemeistert als beim ersten Mal. Mhm. Ach genau, das war. Das haben wir ja. Elegant. Ich schaff's schon wieder nicht. Wenn ich die Linie nicht richtig gezogen kriege. Ah doch, jetzt habe ich es geschafft. Okay, okay. Das letzte war mit der Rakete. Richtig, richtig, richtig. Jawohl. Das sollte eigentlich leicht sein. Ja, boah, da haben wir sogar alles bekommen diesmal. Schön. Auch wieder ein Perfect quasi. Sehr gut. Haben wir auch das geschafft. Herausforderung 46. 4 von 4. Applaus, Applaus, Applaus. So, und die würde ich auch gerne nochmal probieren wenigstens. Ah, genau, ich erinnere mich. Wäre auch traurig, wenn ich mich nicht erinnern würde. Ich meine, es ist nicht sonderlich lange her. Okay. Ich dachte jetzt schon. Ich dachte schon knapp, Mensch. Fährt die Kiste runter, oder warum habe ich hier... Guck, wir tun einfach mal so, als würde sie runterfallen. Aber nö, tut sie nicht. Okay. Ich höre einfach nur, dass mir die Farbe ausgeht. Sozusagen als besondere Challenge. Bam! Jawohl. Aber also mit dem mehreren Kirby war bisher eigentlich immer sehr angenehm. Aber man soll den Tag von dem Abend loben. Oh Gott. I see. Den muss ich aber bestimmt auch nicht alle finden, oder? Nee, muss ich nicht. So, Mega Kirby Power! Jawohl! Cool! Haben wir das auch noch erledigt? 47, nice. Wie viel Goldmedaillen haben wir jetzt eigentlich insgesamt? Das würde mich doch mal brennend interessieren. 64. Genau, es fehlt eine da, eine da, eine da und eine da. Okay, 5 Herausforderungen, also insgesamt noch. Ich probiere die auch noch einmal. Ich möchte wissen, was wir da machen sollen. Vielleicht muss ich da durchschleichen? Kann das sein? So, plopp, 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 plopp. Und mit den Dingen hatten wir tatsächlich bisher noch nichts hier in dem Herausforderungsmodus. So, ich versuch's jetzt mal mit Schleichen. Du, du, du. Meine Kirby bewegt sich ja von alleine ein bisschen. Nö. Kirby ist viel zu schnell unterwegs. Ah, I see, okay. Also, so genau habe ich jetzt nicht verstanden, was passiert ist, aber es hat irgendwie funktioniert. Hm. Hm. Also da ist es mir ein Rätsel, ganz im Ernst. Ah, okay. Ach, ich muss zu dem da unten hin. Ach Gott, das habe ich jetzt erst gesehen. Na gut, okay. Was ist das letzte? Nochmal wenigstens anschauen. Muss ich mir die Gegner besiegen, wenn nicht? Hm, ja, scheinbar. Okay, das sollte ziemlich easy sein. Ja. Ich probiere es noch einmal. Ich weiß aber nicht, wie ich es geschafft habe, eben bei dem dritten da durchzukommen. Fällt mir gerade auf. Ich habe schon wieder verdrängt. Oh wow, wieder so ein Perfect Run. Ich denke mal wirklich, ich darf da einfach nicht mit Vollspeed durch. Sondern schön gemächlich und langsam. So, machen wir mal eine schöne Kurve, damit Kirby auch erstmal ausrollen kann.
Oder ich muss quasi einmal da Vollspeed geben, damit sie reagieren. Zum Beispiel so, einmal drauf. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Nee, das ist mir... Das ist bescheuert. Das gefällt mir nicht. Nee. Nö. Na gut, aber mein Silber haben wir ja... Das Fleiß verdient. Okay, Leute, ich würde sagen, dann beim nächsten Mal machen wir hier weiter bei den Herausforderungen. Und zwar, tja, welche? Keine Ahnung. Vielleicht wieder mit Gästen. Keine Ahnung. Werdet ihr dann erfahren. Viel fehlt nicht mehr bis zu den 100%. Gott sei Dank. Bis zur nächsten Folge Kirby mit der Regenbogenpinsel. Ciao.